In den nächsten 10, 20, 30 Jahren stehen wir vor einer goldenen Zeit der Wissenschaft. Aber das bedeutet auch, dass wir uns von den alten Methoden der Wissenschaft, von den Small-Data-Zugang der Wissenschaft verabschieden müssen. Es wird ja viel gesagt über Hochschule 4.0, Digitalisierung der Hochschule. Was passiert? Das sind so ein bisschen Marketingmaßnahmen. Hier vielleicht wird mal die Webseite aktualisiert. Aber so richtig viel ist in Deutschland noch nicht passiert. In den nächsten 5 Jahren werden mindestens 50% aller Lehrveranstaltungen sich verändern müssen. Das ist sozusagen die Dimension. Also wir reden ja über digitale Bildung, sprich den Einsatz von digitalen Medien in der Bildung, in der Ausbildung, in der Lehre und im Lernen. Es gibt viele schöne, gute Ansätze an verschiedenen Hochschulen heute schon. Wir versuchen daraus eine Strategie zu erarbeiten. Die Risiken sind, dass die großen amerikanischen Elite-Universitäten jetzt ihre Bildungsangebote weltweit anbieten, und zwar kostenlos. Wir brauchen Kompetenz im Umgang mit Daten, in der Bewertung von Daten, in der Nutzung von Daten. Wenn ich einmal Wissen digital vermittelt habe, wie bringe ich den Studenten dann dahin, dass er urteilen kann und dass er neue Dinge aus diesem Wissen entwickeln kann? Das ist eigentlich die Stärke der deutschen Hochschule. Und wenn sie es schafft, diese mit der digitalen Welt zu verbinden, dann wären wir auch wieder vorne mit dabei. In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird sich die Wissenschaftslandschaft, die Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben, verändern. Hin zu einer empirischen, Big Data gesteuerten Wissenschaft. Die Zusammenarbeit über Sektoren hinweg ist aus meiner Sicht die Voraussetzung, um die Probleme in der heutigen Gesellschaft zu lösen. Das Willer-Hügel-Gespräch hat ja eine lange Tradition und ist eigentlich eine immer wiederkehrende Gelegenheit, bei der sich wichtige Akteure treffen, austauschen, eben aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus der Politik, um eben auf ein Thema bezogen mal einen Tag lang laut nachzudenken. Wenn Sie jemand aus einer Marketingagentur fragen würden, ob man heute noch das Willer-Hügel-Gespräch bräuchte, dann würde er wahrscheinlich sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Wir sind aber der Überzeugung, dass genau dieses anachronistische Format, fast wie eine Klausurtagung, fast wie eine klösterliche Klausurtagung, die Menschen dazu zwingt, tatsächlich mal Dinge nicht nur als Stichworte in den Raum zu werfen, sondern darüber zu reflektieren, was heißt das jetzt eigentlich für das folgende Handeln? Und wie können wir aus diesem Format Aktionslinien für die Politik, Koalitionen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft schmieden, um das Thema voranzutreiben? Angesichts des Themas hätte man natürlich auch eine Videokonferenz durchführen können. Und nun sind wir in diesem ganz klassischen, sehr schönen Ambiente der Villa Hügel gelandet. Okay, man mag sagen, der Wandel passiert und irgendwann ist Deutschland abgehängt. So pessimistisch will ich aber nicht sein. Wir werden einen Veränderungsprozess vor uns haben, der es, wie wir hier gesehen haben, wirklich in sich hat. Auf der hohen Ebene der Ziele sind wir uns alle einig. Das ist ganz klar. Der Persönlichkeitsschutz ist ganz, ganz wichtig. Spannende an dem Müller-Hügel-Gespräch finde ich, dass alle, die wirklich etwas beitragen können zu diesem Thema, hier in einer überschaubaren Runde sich zusammenfinden. Es ist ein Kreis von, ich würde sagen, hochkarätigen Menschen, Persönlichkeiten, die Verantwortung tragen in der Bildung, in der Wissenschaft. Dadurch, dass es gelungen ist, über das Müller-Hügel-Gespräch wichtige Themen in der Vergangenheit zu setzen und voranzubringen, ist für die Veranstalter die Erwartung da, dies jedes Jahr wieder zu leisten und auch für die Teilnehmer. Und eine hohe Erwartung ist immer eine gute Voraussetzung, um wirklich voranzukommen.